Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Lieber Herr Lindner, Sie sind ohne Frage jemand, der den begnadeten Unterhalter hier vorne darstellen kann. Sie werden aufpassen müssen, dass Sie nicht zur medialen Sternschnuppe werden, denn das, was Sie hier an Plattitüden in Teilen gebracht haben, an Versatzstücken aus alten FDP-Reden, Vollkasko, ja, nur ganz ruhig, hören Sie sich auch an, Vollkasko-Mentalität und Ähnliches, das ist alles in Versatzstücken schon immer wieder gekommen. Und ich habe die ganze Zeit versucht zu verstehen, was würden Sie machen, wenn Sie hier im Land Verantwortung hätten. Und dann ist mir aufgefallen, dass Sie jedes Mal, wenn es ernst wurde, abgehauen sind. Sie sind hier abgehauen aus Nordrhein-Westfalen und Sie haben die ganze Zeit. Doch, doch. Man kann das machen, diese forsche Nummer der Kavallerie. Ich habe ein paar Kollegen hier erlebt in den Jahren, die ähnlich drauf waren. Ich will sie gar nicht alle nennen, aber es geht nicht gut aus. Und das, was Sie hier gemacht haben, war eine forsche Attacke. Und Sie haben geleugnet, dass Sie Verantwortung getragen haben, auch im Bund, für eine ganze Reihe von Sachen, die uns hier Probleme machen. Da ist alles, Herr Lindner, nicht mehr für verantwortlich. Ich will Ihnen das mal sagen. Die Verkehrsinfrastruktur haben Sie angesprochen. Und Sie haben in der Bundesregierung, und das kann man nachweisen, Zahl für Zahl, mit dafür gesorgt, dass immer überproportional Neubaumittel in den Süden abwandern und nicht nach Nordrhein-Westfalen gehen. Es gibt eine faire Verteilung des Königsteiner Schlüssels. Und wir leugnen doch gar nicht. Wir sind das wichtigste Transitland in der Republik. Wir brauchen eine starke Verkehrsinfrastruktur. Aber wenn Ramsauer ungeniert, überproportional und alle Vorgängermittel nach Bayern umlenkt, dann können wir nachweisen, dass wir die Gelder dafür nicht haben. Und das wissen Sie ganz genau. Sie haben dafür Mitverantwortung. Stellen Sie sich hier hin und tun so, als ob hier das Problem wäre, wir müssten entscheiden zwischen Neubau und Unterhalt. Sie haben keine Ahnung davon, wie es im Land aussieht. Wir sind froh, wenn wir den Unterhalt schaffen. Und wir wissen, dass wir eine Riesenhypothek haben mit den Brückenbauten der 70er Jahre, die repariert werden müssen. Wir sind froh, wenn wir das halten können. Und wenn es Geld gibt für Neubau, ja, dann lassen Sie uns Neubau strecken. Wir können Ihnen Infrastruktur strecken. Die hat die Ministerpräsidentin gestern genannt im Bahnbereich sagen, da können wir ohne Ende Jahre bauen. Das dritte Gleis von Köln-Düren nach Aachen rüber, das dritte oder auch das vierte dazu. Gerne ja, sofort. Besorgen Sie die Mittel im Bund. Sie haben doch da Einfluss. Sie sind doch der heimliche Vorsitzende der FDP. Dann organisieren Sie das. Wir bauen die sofort. Die Linie rüber Richtung Holland. Ob das der Eiserne Rhein auf der anderen Trasse, ob das dann entlang der Autobahn ist, das wird noch austariert werden müssen. Aber dass wir eine solche Linie brauchen, ist klar. Wir wollen sie gerne haben. Wir brauchen einen Umbau des Knotenpunktes in Köln. Wir brauchen Dortmund und auch die Strecke rüber in Richtung Hamm. Das brauchen wir. Aber woran liegt es denn? Das liegt daran, dass systematisch im Bund eine Politik gemacht wird, die in Nordrhein-Westfalen das nicht gibt. Also nicht unser Problem, wir wollten keinen Neubau, sondern Ihre Untätigkeit. So. Und ich will Ihnen auch sagen, Herr Lindner, Sie haben jede Plenarschweinerei im Bund zu Lasten des Landes Nordrhein-Westfalens mit massiven finanziellen Belastungen mitgemacht. Sie sind mit dabei gewesen, als das Wachstumsbeschleunigungsgesetz in verantwortlicher Position bei der FDP eingestellt wurde. Da können Sie sich hier nicht klein machen, weil Sie nicht in der Regierung waren. Und alleine dieser Unsinn, diese 1 Milliarde an Mövenpick, dieser Unsinn, und ich sage Ihnen auch, das wahllose Ausstreuen von Kindergeld und anderen Sachen, 880 Millionen für Nordrhein-Westfalen an Belastung jedes Jahr, da weiß er nichts mehr von. Dann stellt er sich hier hin und hält eine große Rede darüber, was andere tun müssten. Und Sie haben bei der Energiepolitik, und ich werde Ihnen das gleich, und insofern war das für mich sehr schön, ein Zerrbild dessen dargestellt, wie wir arbeiten. Sie haben Koalitionsvertrag nicht gelesen, Sie haben überhaupt nicht mitgekriegt, was wir die letzten beiden Jahre gemacht haben, das ist egal. Ihre Plattitüden gegen Remmel, das ist ja darum, worum es Ihnen geht. Das ist ein Ritterschlag für einen Umweltminister, können wir gut mitarbeiten. Aber das, was in Wirklichkeit passiert, dass Ihre Partei im Bund das größte Risiko für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist, das wischen Sie vom Tisch. Sie haben ein, ich will es wirklich so sagen, ein niederträchtiges Papier als Geheimpapier aus Brüderles Haus gestreut, wo Sie sagen, das EEG durch ein Quotenmodell marktwirtschaftskonform ersetzen. Mit dem Untertitel, und so steht es im Brüderles Papier, alleine durch die Ankündigung werden wir dafür sorgen, dass die Investoren nicht mehr tätig werden. Sie wollen, dass der Markt zusammenbricht. Wie das passt,
zu einer Politik, die man offiziell als Bundesregierung trägt, wo man mit Kanzlerin Merkel zusammen sagt, Ausbauziele erneuerbare 40%, Klimaschutz minus 80%. Gleichzeitig sabotieren Sie, und zwar federführend, die FDP im Bund, jeden Bereich, der da nach vorne geht. Und wer dilettiert denn beim Leitungsausbau? Um den Punkt mal vorwegzuziehen. Wer dilettiert denn? Wer beauftragt eine holländische Firma und muss jetzt die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse bitten, weil die die Leitung nicht legen können? Sie hätten die Deutsche Netz AG gründen sollen und Sie hätten an der Stelle von mir aus marktkonform die Lebensversicherer damit beauftragen sollen, dass sie die Netze bauen. Für 4 oder 5%. Die hätten es gemacht. Die hätten sich von Siemens die Techniker geholt und dann müsste Politik ihnen sagen, wo die Trassen hin sollen. Und dann macht man ein Ausbaugesetz und so haben wir uns auch im Koalitionsvertrag verständigt, wie die Niedersachsen, wie Schwarz-Gelb in Niedersachsen. Und Sie stellen sich hin und tun so, als ob das an uns scheitert. Sie haben nichts dazu im Bund hingekriegt. Und ganz ehrlich gesagt, Sie kommen aus einer Krawallkoalition in Berlin. Vielleicht können Sie sich nicht vorstellen, dass wenn man so lange zusammenarbeitet wie Sozialdemokraten und Grüne, und für mich ist das, wenn diese Legislatur zu Ende ist, 17 Jahre Koalitionsarbeit mit der SPD, dass über die Jahre man zu einem Umgang kommt, der vernünftiger ist, als Sie sich das aus Ihren schlechten Erfahrungen in Berlin vorstellen können. Aber und dann ist es in der Sache auch noch teilweise falsch. Nur eine Zahl. 250 Milliarden Schulden aufgenommen für die Abschaffung der Studiengebühren. Nein, Sie hätten es anders sagen müssen. Wir haben für die beiden Sachen, die wir zu Beginn der Minderheitsregierung gemacht haben, da stehen wir zu, Studiengebühren abgeschafft, beitragsfreies Kindergartenjahr, haben wir die Grunderwerbsteuer erhöht. Das hätten Sie nicht gemacht, das gefällt Ihnen nicht, das ist in Ordnung. Aber wir haben es gemacht, im gleichen Takt wie auch die anderen Bundesländer. Und das waren Mehreinnahmen. Und dann haben wir einen Punkt gemacht, wo wir viel fairer waren als Sie. Weil Ihre notorische Gewerkschaftsfeindlichkeit und Ihre notorische Feindlichkeit gegenüber den Kommunen. Ich weiß, wie der Kollege Engel hier gestanden hat und gesagt hat, man muss die Kommunen zwingen zu sparen. Die bauen sich doch alle ihre Paläste da und können nicht mit dem Geld umgehen. Und wir haben im Gegensatz dazu gerade bei der Grunderwerbsteuer fairerweise den Kommunen das wiedergegeben, ihren Anteil, den sie ihnen genommen haben. Und ich sage das auch ehrlich, ich war da gar nicht für, auch bei der Erhöhung den Anteil, ja, Herr Körfges, Sie waren der Haupttäter, aber wir waren fair an der Stelle. Wir haben, aber bei der Stelle hat er sich durchgesetzt, wir haben den Kommunen auch den Anteil an der Erhöhung gegeben. Insofern sind wir da fair gewesen und nicht so, wie Sie es darstellen. So. Und Herr Kollege Laumann, es ist ja ein spannender Tag. Wir machen eine Ministerpräsidentin hat gestern die Regierungserklärung gehalten und wir führen die Debatte darüber. Und wenn man eine Koalition verhandelt hat, einen Koalitionsvertrag erstellt hat, von dem ich sage, er ist gut, dann ist natürlich die Debatte darüber eine spannende Debatte. Dann habe ich Ihnen zugehört. Ich habe ein paar Zwischentöne gehört, auf die gehe ich nachher noch ein bei den Finanzen, wo ich gedacht habe, da kommt vielleicht noch was. Ansonsten habe ich kein Konzept erkennen können, was Karl-Josef Laumann als Ministerpräsident dieses Landes an dieser Stelle hier machen wird wollen. Nichts davon. Nein. Ich habe gehört, einige Seminaristik aus dem Konrad Adenauer, aus der Stiftung, also alte Töne. Ich habe ein Versprechen gehört, ein Versprechen, erstmals konkret belastbare Vorschläge zu liefern. Ich habe Ihnen aber zwei Haushaltsdebatten lang zugehört, wo Sie es immer angekündigt haben, und da ist nicht ein konkreter Vorschlag bei rausgekommen. Ich habe ganz ehrlich gesagt den Eindruck gehabt, Sie haben hier nur so lange geredet, damit der Armin Laschet nicht mehr ans Pult kann. So redet jemand, der von der Abschiebung nach Berlin bedroht ist und nicht jemand, der eine Alternative darstellen will. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2 Jahre Minderheitsregierung, der Koalitionsvertrag und jetzt der Beginn der Zusammenarbeit in dieser Legislatur sind eine Zäsur und sind für mich schon der Anlass, ganz kurz noch mal zu reflektieren, wie wir hier reingekommen sind jetzt in diesen Stand. Wir haben 2 Jahre lang einen sehr spannenden Prozess gehabt, der unglaublich anstrengend war. Aber er war auch eine Herausforderung für alle, das hat Norbert Römer gesagt. Und ich meine, er ist in der Bilanz gut. Für mich war inhaltlich herausragend das Schulgesetz. Und ich teile überhaupt nicht Ihre Auffassung. Da irrt die Konrad-Adenauer-Stiftung, die manchmal gute Analysen macht. Aber ich teile nicht die Auffassung, dass es ein Fehler war, der CDU den Schulkompromiss mit SPD und Grünen zu machen.
Da hat sich die FDP ins Abseits gestellt und das ist auch eben in aller inhaltlichen Breite wiederholt worden. Aber es war richtig an der Stelle. Es war richtig, weil es von unten her, von den Kommunen den Druck gab und wir eine Situation hatten, dass man nicht anders handeln konnte. Insofern ist es richtig gewesen, da über den Schatten zu springen und dem zu widerstehen, populistisch die Opposition zu machen an der Stelle, weil es ausgetragen worden wäre auf dem Rücken der Kinder und ausgetragen worden wäre auf dem Rücken der Kommunen. So, wir haben den Stärkungspakt Stadtfinanzen, das hat der Kollege Römer auch angesprochen, mit Herrn Dr. Papke gemacht, also federführend mit der FDP, aber Herr Dr. Papke war unser Ansprechpartner. Auch das war richtig, weil das eine notwendige Korrektur war. Es kostet viel Geld, aber wir wissen, dass die Kommunen in einer so kritischen Situation sind, dass nur dadurch jetzt Kommunen wie Wuppertal und andere die Chance haben. Insofern kann ich nur sagen, für diesen offenen Diskurs und die Ergebnisse Dankeschön. Und ich würde gerne einen persönlichen Gruß von hier richten an einen Kollegen, der nicht mehr im Parlament ist, weil die Fraktion Die Linke nicht wieder reingekommen ist. Das ist Wolfgang Zimmermann. Sie wissen, dass er sehr, sehr schwer krank ist, 2 Chemotherapien überstanden hat. Ich weiß, dass er zuguckt. Ich wünsche ihm von hier aus alles Gute und gute Genesungswünsche. Und ich will sagen, ich hoffe, ich kenne das aus früheren Zeiten, Anträge und Anliegen der Opposition waren immer falsch. Der Antrag wurde einmal gedreht in den Absätzen und dann wurde er als Weisheit der Mehrheitsfraktion verkauft und der Opposition wurde erklärt, dass sie die Problematik nicht richtig sehen. Ich will hoffen und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, und das hat Norbert Römer auch gesagt, dass ein Stück weit das, was in der Dialogkultur in den letzten beiden Jahren praktiziert worden ist, auch bleibt. Wir werden das machen, auch am Freitag bei einem Antrag, den die FDP vorschlägt zur Abschaffung der Praxisgebühr und bei anderen Gelegenheiten. Und ich werbe wirklich dafür, bin mir aber bei den beiden Fraktionen sicher, dass wir so vorgehen werden, dass wir das objektiv betrachten, offen dafür sind in dem Diskurs und dann, wo es vernünftig ist, auch Wege ein Stück weit oder auch komplett zusammengehen. Und die Verfassungskommission ist das beste Beispiel. Es ist unser Ziel, die Quoren für Volksabstimmungen zu senken. Das können wir beide Fraktionen nicht. Wir brauchen Partner dafür. Und dann ist es so, die CDU geht mit oder die anderen beiden gehen mit oder es klappt nicht. Also wir werden es versuchen, wir werden Angebote machen, da muss man Kompromisse bei ausloten. Und dann werden wir sehen, ob es geht. Ich bin auf diesen Prozess der Diskussion gespannt. Meine Damen und Herren, ich würde gerne zur Wirtschafts- und Energiepolitik eine Reihe von Ausführungen machen, weil ich in Teilen auch den Eindruck hatte bei den Beiträgen der anderen beiden Fraktionen, der Oppositionsfraktionen, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, wie die Koalition arbeitet und auch nicht, wie die Situation gesehen werden muss. Wir beginnen aufgrund der faktischen Hintergründe, wie man die Situation sehen muss. Wir beginnen in einer Situation, wo das traditionsreiche Energieland und Industrieland Nordrhein-Westfalen mit den alten prägenden Bereichen Kohle, Stahl und Stromerzeugung in einem sehr, sehr starken technologischen Wandel ist. Wir wissen, dass dieser Wandel gerade den Bereich der Kohle sehr stark erfasst hat. Wir haben die Vereinbarung dazu gemacht. Wir haben einen hohen Innovationsschub genau aus den Bereichen. Niemand hat angenommen, dass die modernen Kommunikationstechniken in allen industriellen Bereichen so stark durchgreifen und dass wir deswegen auch an der Stelle in diesen Bereichen solche enormen Schübe haben. Und der Bereich, in dem das in ganz herausragender Weise passiert, ist der Energiebereich, einer der immer politisch am stärksten umkämpften Bereiche. Und die Energiepolitik läuft unter einer Reihe von Parametern, die vorgegeben sind und sogar in Teilen durch die Bundesregierung, also gar nicht Rot oder Grün, sondern auch Vorgaben der Bundesregierung Merkel-Westerwelle oder jetzt Merkel-Rösler im Moment. Energiepolitik ist langfristig und sie muss verlässlich sein. Kraftwerke werden für 40 Jahre gebaut, jedenfalls in der Regel. Und die Investoren müssen sich verlassen können auf politische Parameter. Und sie muss die Herausforderung des Klimaschutzes meistern. 80% CO2-Reduktion in 4 Dekaden, das ist das Ziel der Bundesregierung. Manchmal habe ich ehrlich gesagt, es ist nur noch das Ziel von Frau Merkel und einige andere machen sich da schon wieder einen klammen Fuß und wollen das nicht mehr wahrhaben. Fahren mehr nach der Methode, was tut die Merkel uns da an. Es ist beschlossen, der Ausbau der Erneuerbaren bis zur Vollversorgung. 40% im Bund 2020. Wir sind etwas vorsichtiger, aus guten Gründen, weil wir uns die Ziele nicht so hoch setzen wollen. Und unser Ziel ist noch anspruchsvoll genug, aber das ist das Ziel.
und wir wissen um die Begrenztheit der Rohstoffe. Und es kommt ein Parameter, also vor allem beim Öl, es kommt ein Parameter dazu, der Atomausstieg. Er ist beschlossen worden von den Fraktionen CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne im Bundestag. Das muss man berücksichtigen. Und es war immer ein ganz, ganz wichtiger zentraler Bereich in Nordrhein-Westfalen. Es war auch immer, das will ich doch gar nicht bestreiten, ein Bereich, bei dem Grüne und Sozialdemokraten miteinander gerungen haben. Ich habe jetzt den vierten Koalitionsvertrag mit Sozialdemokraten ausverhandelt. Und ich sage aus voller Überzeugung, es ist gerade im Energiebereich der beste, den wir je gemacht haben. Und ich will eins klar sagen, es ist nicht der beste in dem Sinn, wir messen, wer hat mehr oder weniger verloren. Ich glaube, und ich werde das gleich erklären, es ist das Beste, was wir je für dieses Land in der Situation der gesamten äußeren Parameter gemacht haben. Und wir haben eine Entwicklung, wir haben eine Entwicklung miteinander. Ich kann mich erinnern an den ersten Koalitionsvertrag, damals noch mit Johannes Rau, wo Hans Berger, der legendäre Vorsitzende der IG Bau, kam und wir uns bei ihm vorstellen mussten, Mühe hatten, ihn zu verstehen. Wir hätten damals nie reden können über einen Ausstieg aus dem Steinkohlenbergbau. Nie, dann wären die Gespräche ganz schnell vorbei gewesen. Und heute sind wir in einer Situation, dass wir genau diesen Prozess in aller Fairness und allem Anstand abwickeln, in dieser Legislatur. Sozialverträglich mit den Beschäftigten, fair gegenüber denen, die vom Bergbau den Schäden Betroffenen sind, und wissend, dass wir uns um die Stiftung kümmern müssen, weil sie die Ewigkeitslasten garantieren muss. Da ist viel passiert. 2007, vor zwölf Jahren, der Koalitionsvertrag, den wir verhandelt haben, damals mit Wolfgang Clement. Wolfgang Clement hat sich massiv gewehrt gegen ein GOD-Kraftfett im Chemiepark Infraserv in Hürth-Knapsack. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in den Verhandlungen gebettelt habe, ein einziges modernes Gaskraftwerk im Neubau. Er wollte das nicht. Die Engländer haben damals aufgegeben, haben ihre Planung an die Norweger verkauft. Die Norweger haben es gebaut und Jürgen Rüttgers hat es eingeweiht. Jahre später. Und jetzt wird dort im Chemiepark das zweite moderne Gaskraftwerk gebaut. Und vermutlich wird irgendwann demnächst die Ministerpräsidentin oder Herr Dün oder Herr Remmel die Inbetriebnahme feiern können. Das ist das Zweite. Und wir haben genau in der Strecke eine ganze Reihe. Da zeigt sich auch, dass Herr Lindner überhaupt keine Ahnung hat von dem, was in Nordrhein-Westfalen zurzeit läuft. Es ist in Hürth im Energiebereich. Oder zu wenig, sagen wir es mal ein bisschen vorsichtig. Okay, ist in Ordnung. Nein, ist in Ordnung. Nicht zu viel zurück, aber Sie haben recht. Wir sind ja Kollegen, wollen auch vernünftig miteinander umgehen. Also, aber ich will versuchen, ein paar Punkte dazu zu sagen, weil ich es schon wichtig finde für das Bild. Wir haben angefangen damals in Köln, Hürth-Knapsack, zur Sicherung des Chemiestandortes. In wenigen Tagen wird wahrscheinlich der Kraftwerksbau der Rheinenergie in Köln, Köln-Niel, beschlossen werden. Eine ganz wichtige Sache, weil verbunden mit einer ganz hohen Wärmeauskopplung nach Köln rein. Dann habe ich vor wenigen Tagen, am 10. September, die Mitteilung gelesen, dass zu den Planungen von Repower in Leverkusen Kraftwerk zur Absicherung des Chemiestandortes nur zwei Einwendungen eingegangen sind. Zwei. Der Erörterungstermin abgesagt wurde, weil das konsensual ist. Wir haben hier direkt neben uns die Lauswart, wo wir Sozialdemokraten und Grüne uns eingesetzt haben in Baden-Württemberg, dass die EnBW eine Investition zulässt, wo Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Protest gegen Kohlekraftwerk dafür gesorgt haben, dass die Stadtwerke das modernste Gaskraftwerk Deutschlands planen. An einem der besten Standorte mit Wärmeauskopplung unterm Rhein durch. Wirklich eine Kathedrale moderner Kraftwerkstechnik mit der Weltrekordturbine, die aus Irsching von Siemens kommt. Das wird hier gemacht. Und wir haben, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, Krefeld-Uerdingen, ein weiterer Chemiestandort, wo die triennellen Doppelblock-Gasplan auch mit Wärmeauskopplung alle Projekte unterstützt von der Regierung. Deswegen, Herr Kollege Lindner, wir brauchen nicht unbedingt noch die Kraftwerksplattform zu etablieren, damit Sie dann darüber reden. Wir arbeiten genau an diesen Baustellen. Die Genehmigung für Köln-Niel liegt vor, die Genehmigung für Düsseldorf liegen alle vor. Krefeld wird das Verfahren beschleunigt, die Sachen laufen alle. Das heißt, wir kriegen eine ganze Reihe hochmoderner Kraftwerke mit Wärmeauskopplung, die in Ergänzung zu den Erneuerbaren hervorragend in der Lage sind, eine langfristige Stromversorgung sicherzustellen. Und dann haben wir im Koalitionsvertrag drinstehen, dass wir sehr intensiv ausbauen wollen, die Bemühungen mit dem Schwerpunkt Kraft-Wärme-Kopplung und die alten Nah- und Fernwärmenetze, die angefangen worden sind 1981, Fernwärmeschiene Ruhr, Fernwärmeschiene Niederrhein.
Und das ist ganz hervorragend. Wir haben uns verständigt, 250 Millionen Euro Investitionen in diese Infrastruktur, weil sie eine sinnvolle Ergänzung ist. Das ist das Ziel von Sozialdemokraten Grünen. Da arbeiten wir dran, und zwar im Konsens. Und wir haben das Ziel, die Windkraft auszubauen auf 15%. Wenn uns nicht Herr Brüderle und die FDP jetzt mit ihren Ankündigungen die Investoren alle kaputt macht. Weil wir wissen, dass für diese Anlagen drei bis vier Jahre Vorlauf in der Planung notwendig sind. Und wenn Sie fragen, was in Nordrhein-Westfalen nicht genug gemacht worden ist, dann kann ich Ihnen ja nur dieses legendäre Interview in der Zeit von Oliver Wittke empfehlen. Daran sieht man nämlich, warum wir in Nordrhein-Westfalen nicht weitergekommen sind. Eine seiner ersten Tätigkeiten als neuer zuständiger Minister war, während der Autofahrt dann zu sagen, Windkraft, das ist das Erste, was wir kaputt machen werden. Ich will gar nicht alles dazu vorlesen. Wie reagieren Investoren auf sowas? Indem sie an der Stelle zurückhalten werden und nicht mehr tätig werden. Und genau das ist passiert und das müssen wir aufholen. Und jetzt gibt es immer wieder eine kritische Begleitung von Medien, von der Opposition, das haben wir ja gerade erlebt, über unsere Zusammenarbeit. Die Energiewende sei auf einmal Chefin-Sache, das sei eine Entmachtung von Herrn Remmel. Es gäbe eine Klima-Expo 2020, die in der Staatskanzlei federführend liege. Auch das sei eine Entmachtung des Grünen. Und jetzt gibt es auch noch einen Energieminister. Wobei man denjenigen, die das meinen, sagen muss, Leute, guckt in die alten Organigramme, den gab es so immer. Der hat jetzt nur noch explizit die Bereiche Industrie und Handwerk im Namen dazu bekommen. So, und dann versteht keiner, weil der Vertrag nicht gelesen wird, weil man nicht kapiert, dass wir vernünftig arbeiten, wie wir das tatsächlich machen. Wir brauchen, um wirklich Energiewende und Klimaschutz hinzukriegen, alle Ressourcen. Also ohne den Bauminister Michael Groschek können Sie keine vernünftige Energiewende machen, weil der Löwenanteil der Energie, die wir brauchen, in Gebäuden verbraucht wird. Und jetzt nochmal, und ohne den Verkehrsminister, um seine andere Schulter anzusprechen, können Sie es auch nicht machen, weil an der Stelle auch das notwendig ist. Wir können nicht ohne Mobilitätserneuerung und weniger emissionsträchtige Mobilität da tätig werden. Und ohne die Wissenschaftsministerin mit den ganzen Forschungsbereichen können wir keine Energiewende machen. Wir brauchen den Wirtschaftsindustrie-Handwerksminister, wir brauchen den Klimaschutzminister. Alle werden das zusammen machen müssen. Das ist keine One-Man- oder One-Woman-Show. Und wir werden es nur hinbekommen, wenn Kabinett und Fraktionen das mittragen. Und ich persönlich bin stolz darauf, dass der Kollege Remmel die Zuständigkeiten für KWK, Nah- und Fernwärme und auch für die Erneuerbaren hat. Und der Wettbewerb wird sein. Und da, Herr Hovenjürgen, da werden Sie eingeladen, im Wettbewerb dafür zu sorgen, dass wir vorankommen, dass der alte Blockadekurs von Oliver Wittke wirklich erledigt ist, dass wir Anlagen aufgestellt kriegen. Weil 300 Windkraftanlagen pro Jahr sind 1,5 Milliarden Investitionen, die wir hinkriegen müssen. Und wenn Brüderle uns nicht kaputt macht, können wir das nur schaffen, wenn wir da tatsächlich vorwärts gehen. Deswegen brauchen wir da die Unterstützung. Und dass die Energiewende Chefin-Sache ist, was hätte ich dagegen? Ich müsste ja verrückt sein. Es ist an der Stelle vernünftig, wenn 5, 6 Kabinettsmitglieder mitarbeiten müssen und die Ministerpräsidentin sich dann darum kümmert, weil ja tatsächlich in Berlin die Energiewende so dilettantisch gemacht wird, wie sie gemacht wird. Und wir brauchen das ganze Land. Wir wollen eine Klima-Expo 2020 machen. Und die machen wir in ganz Nordrhein-Westfalen. Und zentral ist das Ruhrgebiet mit Veranstaltungen dabei. Das ist richtig, weil das ist das Kernstück von Nordrhein-Westfalen. Aber wir brauchen die ganzen Beispiele im Land. Wir brauchen Lemgo mit seinen 73% KWK. Wir brauchen die Trianels-Stadtwerke in Aachen. Wir brauchen Kommunen wie Saarbeck. Wir brauchen Miele in Gütersloh. Und der Kollege Laschet, Sie haben ja sinniert darüber, dass die CDU in der Wirtschaftskompetenz nicht mehr so hoch angesehen ist. Ich bin letzte Woche Freitag bei Trilux in Arnsberg gewesen. Das ist, ich wusste es vorher auch nicht, einer der Weltmarktführer für Leuchtmittel. 1.500 Beschäftigte, 5.000 weltweit, allein 1.500 in Arnsberg. Dann diskutieren Sie mit denen und dann merken Sie richtig, was die für einen Spaß daran haben, ihre neuen Leuchtmittel als LED-Leuchten in einer hervorragenden Technik noch weiter zu entwickeln. Die sind schon klasse, noch weiter zu entwickeln. Da muss nicht Herr Brockes hin mit seinem Gedröhne über Mittelstand oder irgendjemand, der die alte Liturgie erzählt. Die sind technologisch so nach vorn. Ich habe Sie nicht verstanden. Gut, Entschuldigung, Herr Rubio. Die sind technologisch so nach vorne unterwegs, dass die das, was wir energiepolitisch machen, als Unterstützung empfinden und CDU und FDP im Bund eher als Bedrohung. Und wenn Sie dann mit denen darüber reden, was ist denn mit dem Glühbirnenverbot der EU, dann sagen die, das ist ein hervorragender Benchmark gewesen, um Innovation in Gang zu bringen und nichts anderes.
Und da hat Gerald Dün auch recht, wenn er genau diese Benchmarks fordert. Und mir macht es Spaß. Wir könnten zu diesen Firmen, das kann man wirklich, wir könnten jeden Tag unterwegs sein. Es gibt so viele hervorragende Mittelständler. Ich habe auch gefragt, wie kommt das, dass rund um Arnsberg eine solche Kompetenz für Leuchtmittel ist? Dann haben die gesagt, das sind die alten technischen Anforderungen aus dem Bergbau. Die haben dazu geführt, dass die zuliefernden Mittelständler sich darauf konzentriert haben und die haben sich im Weltmarkt immer weiterentwickelt. Und genau diese Innovationsfähigkeit gilt es, an der Stelle einzubinden und zu gewinnen. Dann habe ich die Kollegen aus der Geschäftsführung angesprochen, ob sie denn Interesse hätten, bei der Klima-Expo mitzumachen, als Partner der Klima-Expo 2020. Dann haben die sich richtig gefreut. Dann haben die gesagt, das ist genau das Beispiel, was sie gerne mitmachen würden. Und wenn dann irgendwann die Ministerpräsidentin oder der Klimaschutzminister kommen und sie steigen mit ein in unser Projekt, dann ist das ein Beispiel für das, was wir im Land nach vorne bewegen wollen. Und dass das Chefin-Sache ist, dass die Staatskanzlei das organisiert, ja, sofort und schnell. Es wird eines der Leitprojekte sein, die wir machen. Und wir haben viele, viele Bündnispartner. Und sie werden lange arbeiten müssen, um bei denen industriepolitische Kompetenz herzustellen. Ich glaube, da sind wir viel schneller da. Die Frage ist, wo steht in der Energiepolitik die Opposition? Ganz große Frage. Es ist ein unglaublicher Schlingerkurs. In Berlin habe ich noch nie eine derartig dilettantische Regierung erlebt. Ich will mal einen Strich drunter machen. Im Oktober 2010 Laufzeitverlängerung. Dann die Katastrophe Fukushima und dann die richtige Konsequenz zu sagen, es ist in der Zivilgesellschaft diese Technik nicht mehr vermittelbar. Lasst uns geordnet aussteigen. Bis dahin völlig d'accord. Dann die Energiewende. Und dann das, was mit dem Ausstiegsgesetz noch konsensual gemacht worden ist, nicht fortgesetzt, indem man dann sagt, was heißt das denn? Die unglaubliche technische Herausforderung, wenn ich die Erneuerbaren ausbaue, wenn ich die Kraft-Wärme-Kopplung ausbauen will, dann aber alles in ein Gerüst reinzukriegen. Ich habe den Leitungsausbau schon angesprochen, seitdem in Berlin nur noch dilettieren. Und ich stimme ja zu den Zielen, die Frau Merkel gesetzt hat und den Zielen auch, die der frühere Landesvorsitzende Röttgen vertreten hat. Man muss sie dann nur auch umsetzen. Ich muss gar nicht grün 10% draufsetzen, nur man muss sie umsetzen. Und das, was ich erlebe von der Berliner Regierung, das, was die FDP an Destruktivität da reinbringt und wo die CDU mir auch nicht mehr den Eindruck vermittelt, dass sie hinter der Bundeskanzlerin steht, doch gerade Sie, Herr Kollege Laschet, Ihre Aussage, etwas weniger Umwelt, mehr Wirtschaft, kann nur so verstanden werden, als ob Sie von diesem Kurs abrücken wollen, als ob Sie meinen, Sie gewinnen. Und ich sage Ihnen, bei diesen ganzen Mittelständlern, Trilux war ein Beispiel, ich könnte Ihnen reihenweise aufzählen, gewinnen Sie mit dem Kurs nicht. Die wissen ganz genau, dass es nicht nur die Erneuerbaren sind, es ist die gesamte Effizienzkette durch die chemische Industrie, durch alles, durch die da dran denkt, durch die Kraftfahrtindustrie. Der Kollege Dün hat doch auch recht an der Stelle, wenn er sagt, die Elektromobilität ist die Chance. Da hängt auch ganz Südwestfalen dran. Das ist alles nicht alte Politik, das ist moderne Industriepolitik und Umweltpolitik. Und wenn Horst Köhler, das muss ich überlegen, ich habe die ja alle mitgewählt oder nicht gewählt, der vorige Bundespräsident gesagt hat, die industrielle ökologische Revolution ist das, was ansteht. Dann hat er das nicht gesagt als Grüner, aber dann ist das genau die Herausforderung für unser Land. Und da sage ich Ihnen, ich habe mehr Zutrauen, dass wir das zusammen schaffen. Ich weiß, dass wir Auseinandersetzungen immer hatten und wir sind zwei Parteien, wir sind zwei Fraktionen. Aber das, was wir als gemeinsames Ziel vereinbart haben, beim Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung, beim Ausbau Fernnahwärme, beim Ausbau dieser ganzen modernen Kraftwerke, beim Ausbau der Erneuerbaren, das ist eine so lange Arbeitsstrecke und das ist so viel zu tun für so viele Mitglieder der Regierung. Das können wir vernünftig machen im Interesse der Leute, die beschäftigt sind und bei den anderen Punkten. Brauchen Sie mir doch gar nicht erzählen, die Frage, ob Trimet als Aluminiumbetrieb in Nordrhein-Westfalen bleiben muss, weil an der Produktion die ganzen Zulieferer in Südwestfalen hängen, die mit hoher Qualität Produkte kriegen. Da haben wir keinen Dissens, da muss ich den Remmel ja eher bremsen, dass der nicht nur noch in der Fraktion immer sagt, energieintensiv, energieintensiv. Das ist unsere Situation und nicht das Gegenteil, um das ganz klar zu sagen. So, das heißt, Baustellen genug. Lohnende Aufgaben genug und genügend Gemeinsamkeiten, um das vernünftig zu machen und anders als das konfuse Gemixe, was hier von den CDU und FDP kommt. Meine Damen und Herren, einige wenige Worte noch zur Schulpolitik. Frau Löhrmann,
Es war Ihre Titanenleistung, ich habe es vorhin schon angesprochen mit den anderen. Ich habe ja eine Reihe Schulministerinnen erlebt und ich empfinde es als sehr wohltuend, bis auf das, was Herr Lindner eben gemacht hat, der wieder versucht, diesen alten Stellungskrieg ums Gymnasium in die Debatte zu bringen. Das ist so tot. Das ist so tot. Es war wohltuend, es war wirklich wohltuend, dass dieser uralte, 1918 wiederholt sich ja in wenigen Jahren, dass dieser uralte Stellungskrieg Gymnasium gegen Gesamtschule weg ist und dass wir nicht darüber streiten, sondern dass wir sagen, es gibt eine Strukturreform und dann ist Ruhe. Haben wir. Ich habe jetzt vielleicht den Finger zu heftig bewegt. Herr Kollege Laschet, damit das Gleis. Es war gut, wie wir das zusammen gemacht haben. So. Und es muss jetzt umgesetzt werden. Das ist völlig richtig. Es muss umgesetzt werden. Und ich sage Ihnen, da ist Frau Löhrmann eine zuverlässige, auch vertragstreue Partnerin. Die Ministerpräsidentin hat es auch gestern gesagt. Das, was wir vereinbart haben, kostet Lehrerressourcen. Und deswegen die Vereinbarung, das Personal drin zu machen, weil diese Schulen mit ausreichend Lehrern versorgt werden müssen. Also wir sind vertragstreu an der Stelle. Und ich habe das als sehr, sehr negativ empfunden, dass Herr Lindner wieder versucht, da den Keil reinzutreiben. Das kann er machen. Aber ich glaube, es wird nicht verfangen, weil es keinerlei Ziele gibt. Wir haben fast alle unsere Kinder auch auf Gymnasien gehabt. Es gibt keinerlei Ziele. Das wäre auch absurd, da wieder den Konflikt anzufangen. Wir stehen jedenfalls zu dem, was mit der CDU zusammen beschlossen worden ist. Ich will ganz kurz eine Anmerkung. Ich finde es auch sehr gut, dass wir einen islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen einführen, einen richtigen, um diejenigen, die im muslimischen Glauben eine Religionsunterweisung haben wollen, aus irgendwelchen Hinterhöfen rauszuholen. Und dass das im Konsens mit der evangelischen und katholischen Kirche passiert und ein Stück weit ein Angebot ist, was der Lebensrealität von mehr als 1 Million Menschen muslimischen Glaubens entspricht, die bei uns leben, ist einfach nur vernünftig. Hamburg hat was Ähnliches gemacht. Vielleicht haben wir zu wenig Theater drum gemacht, aber es war richtig und es war ein guter gemeinsamer Weg, den wir an der Stelle auch in aller Konzentration weiterverfolgen sollten. Da ist ja noch viel zu tun. Und es gibt eine neue große Aufgabe, das hat der Kollege Laumann angesprochen, die Inklusion, aber nicht nur in der Schule. Es gibt sie auch in vielen anderen Bereichen. Und ich habe mir in der Vorbereitung nochmal Herrn Laumanns Rede durchgelesen zur letzten Regierungserklärung. Das fand ich schon bemerkenswert. Da hat er drei Bereiche gesagt, fand das sehr gut. Drei Bereiche angesprochen, die er gesagt hat, wir stehen in einem politischen Wettbewerb miteinander. Aber es gibt Bereiche, wo wir das nicht machen sollten. Wir können um Konzepte ringen, aber der harte politische Wettbewerb, zum Beispiel bei Standorten für die forensischen Kliniken, der darf nicht sein, weil er ausgetragen wird auf dem Rücken von Betroffenen. Und er hat angesprochen den Bereich der Inklusion und den Bereich der Integration. Ich fand das sehr gut damals. Sie hätten das ja nicht nötig gehabt. Ich habe gedacht, das kommt aus Ihrer Tätigkeit als Sozialminister. Und ich meine, das soll weiter gelten. Ich habe jetzt eben so Zwischentöne gehört bei der Frage Inklusion. Die konnten eine gewisse Heftigkeit vermitteln. Ich fände es jedenfalls gut, wenn wir das weitermachen. Die Inklusion in diesen ganzen Bereichen, im Berufsbereich, im Arbeitsbereich, da ist für viele Kabinettskollegen was zu tun, ist eine der ganz, ganz großen Aufgaben. Im Aktionsplan NRW inklusiv sind ja mehr als 100 Maßnahmen angekündigt. Und wir werden nicht alles in der Geschwindigkeit schaffen können, wie viele sich das wünschen. Aber dass wir Zug für Zug weiter daran arbeiten und dass wir uns darauf konzentrieren, das zu schaffen. Weil es ist keine kleine Minderheit. Ich habe das nicht gewusst. Es sind 2,6 Millionen Menschen mit Behinderungen bei uns in Nordrhein-Westfalen. Wir sind 18 Millionen, das heißt rund 14% unserer Bevölkerung. Und insofern lohnt es sich, diesen Weg weiterzugehen und auch soweit es geht im Konsens, weil es das wert ist, weil es auch zur Anständigkeit gehört. Ich will einen negativen Punkt ansprechen. Nächstes Jahr jährt sich zum 20. Mal der Tag des Solinger Brandanschlags. Und das und auch die Morde und die Gewaltspur, die die NSU in Nordrhein-Westfalen gezogen hat, zeigt, dass Gewalt von rechts kein ganz neues und unbekanntes Phänomen ist. Wir haben in Nordrhein-Westfalen schon 2001 den Sprengstoffanschlag in der Kölner Propsteigasse gehabt. Da ist eine junge 19-jährige Deutsch-Iranerin schwer verletzt worden. Wir haben 2004 in Köln in der Kolbstraße, eine Straße, in der viele Menschen mit Migrationshintergrund wohnen, einen Nagelbombenanschlag gehabt mit 22 Verletzten. Und am 4. April 2008 die Ermordung des Kioskbesitzers Mehmet Kubajik in Dortmund. Und der Kollege Laschet, ich fand Ihre Rede, als wir nach der
nachdem klar war, dass Mehmet Kubacik von der NSU ermordet worden war, haben wir darüber geredet. Und ich fand in Ihrer Rede wirklich hervorragend, dass Sie gesagt haben, man stelle sich einmal vor, die Polizei kommt und sagt, dein Sohn ist ermordet worden. Und dann kommt die Familie durch Polizei und auch durch Medien in den Verdacht, sie könnte irgendwas damit zu tun haben. Also diese fürchterliche Situation. Und wir haben ja Gamze Kubacik bei der Bundespräsidentenwahl dabei gehabt und haben viel darüber geredet. Das war richtig, das so aufzufassen und deutlich zu machen, dass wir in Nordrhein-Westfalen hier an der Seite der Familien stehen und auch deutlich machen, dass sie zu uns gehören. Und die Kritik aus alledem, wo Fehler gemacht worden sind in der Betrachtung und auch in der Verfolgung dieser Sachen, auch annehmen und versuchen, das konstruktiv zu lösen. Und genau diesen Weg sollten wir weitergehen, und das wollen wir auch in der Koalitionsarbeit. Wir haben, natürlich kann man darüber streiten, wenn das mit dem Haushalt knapp ist, wir haben zwei Opferberatungsstellen eingerichtet. Eine in Dortmund für Westfalen und eine in Düsseldorf für den Juli. Weil wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass es Opfer rechter Gewalt gibt, Familien, die umziehen, weil sie von diesen Menschen so bedrängt werden, die dann ganz alleine sind, die nicht wissen, mit wem sie reden können, wer sich um sie kümmert. Und der Innenminister, die grüne Fraktion steht hinter Ihnen. Wir tragen Auseinandersetzungen aus um Punkte. Aber in der Frage, dass Sie die Kameradschaften in Köln, in Aachen, in Hamm und diese Gruppe nationaler Widerstand Dortmund verboten hat, es war richtig. Es war richtig, das zu machen. Wir unterstützen das an der Stelle. Wir müssen zusammen nur weiterarbeiten, um nachhaltig den Rechtsextremismus zu bekämpfen, in der Zivilgesellschaft tatsächlich dafür auch Überzeugung zu gewinnen. Wir brauchen die Prävention in Schulen, die Jugendarbeit, wir brauchen die politische Bildungsarbeit. Und die beste Waffe, das habe ich in Aachen erlebt bei den Demonstrationen gegen die Kameradschaft, ist eine demokratische Zivilgesellschaft. Wenn so eine ganze Stadt aufsteht und sagt, ihr seid Nazis und wir nicht. Ich will einen weiteren Punkt ansprechen, Konversion. Der Bundesverteidigungsminister hat im Oktober 2011 verkündet, dass im Rahmen der Truppenreduzierung in Nordrhein-Westfalen 10.000 Dienstposten abgezogen werden. Und er hat im Juni diesen Jahres verkündet, 3/4 der Schließung bis Ende 2015. Und davon sind viele Kommunen in unserem Land stark betroffen. Ich sage nur eine Reihe: Köln mit 2.200 Stellen, Rheine mit 1.800 Stellen, Augustdorf 1.600, Höxter mit 500, Kerpen mit 700, Düsseldorf 900, Münster 500, Siegburg 400, Wesel 400. Und das ist nicht alles. Die britische Regierung hat angekündigt, ihre 20.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen bis 2020. Beide Operationen sind ja eigentlich nur zu begrüßen. Weil wenn die Briten aus Deutschland abgezogen werden können, heißt das einfach, dass wir sie hier an der Stelle so nicht mehr brauchen. Und wenn die Bundeswehr reduziert werden kann, heißt das ja, die Bedrohungssituation ist nicht so, als dass wir nicht verzichten könnten auf einen Teil der Soldaten. Aber es stellt die Kommunen vor erhebliche Probleme. In Münster wird bis 2014 das gesamte britische Kontingent abgezogen. Gerade der Niederrhein mit Mönchengladbach, Niederkrüchten-Elm in den Jahren 2014, 2016 erhebliche Strukturherausforderungen. Gütersloh und Bielefeld haben Teilabzug und kommen dann später, und Herford und Paderborn auch bis 2020. Und wer weiß, was die Briten in Paderborn für ein Faktor sind, ökonomisch und auch als Teil der Gesellschaft da, weiß, was das heißt. Es sind insgesamt rund 18.000 Hektar Fläche, die die Briten freigeben, auch im Bereich Haltern zum Beispiel mit ganz großen Flächen, und davon 700 Hektar innerorts und 6.000 Wohnungen. Wofür ich plädiere ist, dass wir zusammen, und auch das geht an die CDU-Kollegen, weil Herr Laumann, Sie wissen, das Rheine ist praktisch eine Standortschließung, dass wir zusammen Richtung Berlin gehen, das BIMA-Gesetz ändern und an der Stelle für die vom Standortabzug betroffenen Kommunen dafür sorgen, dass sie Erleichterungen kriegen bei der Wiederinverkehrbringung der Grundstücke. Ich kenne bei uns in Aachen einen ehemaligen belgischen Militärstandort Kamp Hittfeld, der liegt jetzt über 25 Jahre leer. 60 Hektar Fläche, weil die BIMA immer meint, sie kriegt das Geld für Neubaugrundstücke dafür. Und wenn man das zusammenzählt, wir reden über 23.000 Dienstposten, mehr als 3.000 Zivilbeschäftigte. Und was das für eine Kommune wie Rheine heißt, wenn da 1.600 Dienstposten abgezogen werden mit allem, was da dran hängt,
Das ist mehr als die Schließung eines Betriebes. Insofern sollten wir zusammen dafür sorgen, dass die BIMA an der Stelle Möglichkeiten eröffnet, einfacher Flächen wieder in Verkehr zu bringen. Ich will in dem Zusammenhang einen Punkt ansprechen. Da ich mein Kommunalmandat bei Grünen mal im Kreis Lippe bei der Vermögensverwaltung des ehemaligen Kreises Landes Lippe begonnen habe und jetzt in Aachen lebe und die Gründung des Nationalparks Eifel sehr, sehr intensiv verfolgt haben, wo ja die Belgier ihre Streitkräfte abgezogen haben. Wir haben die größte zusammenhängende und wertvollste Naturschutzfläche, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, ist die Senne im Bereich Bielefeld-Paderborn. Und die Briten, ich habe sie ja erlebt, als wir da oben gelebt und gearbeitet haben, die immer als Besatzungsmacht, als Befreier da waren, haben angekündigt, dass sie alle Truppen abziehen innerhalb der nächsten 8 Jahre. Das heißt, es gibt für Ostwestfalen die einmalige Chance, man kann das ja fair sagen, die Nationalparkwürdigkeit der Senne ist um ein deutliches höher als die in der Eifel, weil die Gebiete einfach viel wertvoller sind. Es gibt die einmalige Chance für Ostwestfalen, daraus einen Nationalpark zu machen, weil es auch keine andere vernünftige Nutzung gibt. Und wer erlebt hat an der Stelle, wie die Bäderlandschaft in Ostwestfalen Zug um Zug in die Knie gegangen ist, und ich war ja damals als kommunaler Mandatsträger für Bad Salzuflen und Hornbad Meinberg mit zuständig, wie praktisch das Kurgastpotenzial immer weiter weggeht, der weiß, wie es sich lohnen würde, wenn wir das schaffen. In Konsens mit den Briten, in Vorbereitung des Abzugs, wenn sie als Freunde gehen, aber dann etwas Neues schaffend, was auch in der touristischen Ökonomie in der Region sehr, sehr wertvoll sein wird. Und ich kann nur dazu raten, dass man das, was sich an Auseinandersetzungen sowas rankt, beiseite legt, dass man zu einem Konsens kommt. Wir haben das in der Eifel geschafft, im Konsens aller Parteien. Und es lohnt sich. Es ist eine langfristige Arbeit, aber es lohnt sich. Und die gleiche Chance gibt es in Ostwestfalen. Wir wollen jedenfalls... Wir wollen als Koalitionspartner den Prozess unterstützen. Und wir sind ja nun gewählt bis 2017. Das ist genau die entscheidende Phase. Entweder kriegen wir das hin, entweder kriegen wir das hin und schaffen da was sehr Schönes. Und ich muss wirklich sagen, es wäre schade für Ostwestfalen, wenn es verpasst würde. Man kann immer über den einen oder anderen Hektar streiten. Aber die Grundidee, die Grundchance, das auch als Bereicherung für die Menschen, die da leben, die jetzt nicht in das Gelände können, die das dann nutzen könnten mit Radwegen, mit Wanderwegen, mit Gaststätten, das ist einfach eine hervorragende Chance. Ich will 2 Gesetzesvorhaben kurz ansprechen. Wir wollen, das ist ja diskutiert worden, nochmal an das Ladenöffnungsgesetz herangehen. Aber ich bin meiner Partei dankbar, die hat ja versucht herauszubekommen, wie die Bedürfnisse sind über eine Internetbefragung derjenigen, die Interesse haben, sich zu dem Thema zu äußern. Jetzt ist das nicht unbedingt repräsentativ, aber für uns als Grüne war das Ergebnis überraschend, weil wir bei der Frage, ob eher geschlossen werden soll oder nicht, wo ich ein gewisses Verständnis dafür hätte, wenn man sagt, 22 Uhr ist auch gut, dann hat jeder Mensch normalerweise eingekauft, haben wir gemerkt, dass in unserer Partei das halb und halb war. Die Hälfte sagte, lasst es, wie es ist, die Leute entscheiden das dann selber. Und ein anderer Teil war dafür, etwas eher zu schließen. Wir haben uns verständigt in der Koalition, dass wir nur eine sehr, sehr moderate Anpassung machen. Wir werden also an die Wochenzeiten nicht rangehen. Wir werden uns mit der Frage der Sonntagsruhe beschäftigen. Wir werden möglicherweise die 22 Uhr samstagsabends als Schluss machen, damit die Leute auch vor Sonntag zu Hause sind. Und wir werden die Feiertagsregelung umdrehen, aber in einer sehr moderaten Art, sodass niemand in irgendeiner Weise da Existenzkrisen oder Ähnliches befürchten muss. Das ist nicht nötig an der Stelle. Die Regelung kann dann so moderat geändert werden. Beim Nichtraucherschutzgesetz, auch das hat Herr Liedner eben angesprochen, will ich aber sagen, es gibt auch klare Linien. Für mich war beeindruckend, Frau Ministerpräsidentin, wie Sie vor 2 Jahren erzählt haben von Ihrem Erlebnis mit der Eisdiele in Mülheim. Sauerland. So, gut. Dann nichts Unrechtes gegen Mülheim. Es war eine Eisdiele im Sauerland. Aber die Ministerpräsidentin ging mit ihrem Sohn oder wollte in eine Eisdiele. Ihr Sohn war damals noch keine 18 und dann ging das nicht in die Eisdiele rein, weil diese Eisdiele war keine Eisdiele mehr, sondern ein Raucherclub. Das war die Konsequenz Ihres vermurksten Gesetzes.
Weil unter diesem Deckmantel Raucherclub mit allem, was da dran hing, natürlich war das so. Das ist doch die Praxis bei uns überall in den Städten. Und wir werden an der Stelle konsequenter sein. Wir werden an der Stelle konsequenter sein. Ja, Sie können doch nicht bestreiten, dass das erlebt worden ist und dass sowas in den Städten zu finden war. Das können Sie doch gar nicht bestreiten. So, wir werden jetzt an der Stelle konsequenter sein. Aber ich will auch sagen, Herr Laumann, ich sage Ihnen das ganz persönlich, wir gehen jetzt in die Anhörung und hören uns das alles an und werden dann eine Regelung machen, die rechtssicher sein muss. Das, was Sie mal angesprochen haben mit dem 80-Jährigen und seinem Geburtstag, ist für mich kein Dogma. Und das, was Sie angesprochen haben mit Ihrem Schützenfest und Ihrem Zelt, ist für mich auch kein Dogma. Das gucken wir uns ganz genau an und dann machen wir eine rechtssichere Regelung. Aber nicht mehr dieses alte, durchlässige, und da muss ich auch sagen, aus meiner Sicht, mit den Eckkneipen, das war es dann auch. Das gehört dann auch dazu. Also Anhörung, genau auswerten, auch da nicht irgendwie mit dem Knüppel durchgehen, aber eine klare Regelung, die die Menschen auch verstehen. Das soll die Botschaft da sein. Lassen Sie mich einige wenige Worte sagen. Mich hat überrascht im Urlaub, dass ich immer wieder gelesen habe in den Pressespiegeln die Diskussion um die Steuer-CDs. Und ich habe eine Reihe Kommentare gelesen, die habe ich mir nicht vorstellen können. Wenn man mal nachguckt, ich habe das ja gemacht, der Ankauf ist rechtmäßig, das ist auch gar keine Frage. Helmut Linsen hat angekauft. Es ist durch Gericht festgestellt worden. Für mich wäre es eher sogar Pflicht der Finanzfachbeamten, wenn sie Kenntnis haben von sowas, dafür zu sorgen, dass sie die Informationen kriegen. Und wir haben doch damals mitgekriegt, die Selbstanzeigen sind gestiegen danach. Die Leute haben diesen Weg gesucht, was ja auch dann richtig war. Und für uns ist das Steuerabkommen, so wie es Herr Schäuble ausgehandelt hat, nicht akzeptabel. Das Steuerabkommen, so wie es ausgehandelt wurde, ist die Absicherung des Schweizer Geschäftsmodells der anonymen Konten und die Ausweitung dieser Tätigkeit auf Standorte in Nordrhein-Westfalen. Das kann niemand wollen. Das sind Reiseerleichterungen für Steuerhinterzieher und nichts anderes. Und wir haben gemerkt, als der Vertrag ausgehandelt wurde, sind die Selbstanzeigen zurückgegangen. Und jetzt, wo klar ist, dass es eine konsequente Linie gibt der Länder, die von SPD und Grünen regiert werden, steigen die Selbstanzeigen wieder. Insofern grundsätzlich ja zu einem Abkommen, aber die Konditionen müssen so sein, wie die USA sie ausgehandelt hat. Keine Anonymität mehr, sondern tatsächlich Transparenz über das, was da gemacht worden ist. Dann kann man über ein Abkommen reden. Das, was jetzt vorgelegt worden ist, ist aus meiner Sicht jedenfalls nicht akzeptabel. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende dieser Legislaturperiode werde ich 64 Jahre alt sein, wenn alles gesundheitlich gut geht. So ist das. Danke. Ich bin dann 17 Jahre in diesem Hohen Haus und ich bin dann auch 17 Jahre, weil ich ja schon als Landesvorsitzender die erste Koalition mitverhandelt habe, im Koalitionsausschuss von Sozialdemokraten und Grünen. Und ich sage das, und ich sage das selbstkritisch, es sind alle 17 Jahre gewesen, wo wir neue Schulden haben aufnehmen müssen. Und ich sage aber auch diejenigen, die bei CDU und FDP Regierungsverantwortung gehabt haben, ob Fraktionsvorsitzende, Abgeordnete, Sie könnten alle nichts anders sagen. Herr Laumann, Herr Laschet, Sie in Berlin nicht, Herr Dr. Papke nicht. Das heißt, wir haben eine Situation, dass das durchgängig ist in Bundesebene, Landesebene und in fast allen Kommunen. Und wir wissen, dass das so nicht weitergehen kann. Das ist völlig richtig. Ist völlig richtig. Und wir wissen, dass wir das privat so nicht machen würden. Das ist auch richtig. Und deswegen müssen wir an der Stelle, wenn wir da vernünftig miteinander umgehen, verzichten darauf, irgendwelche populistischen Mätzchen zu machen. Das ist ganz schwer. Das ist mir völlig klar. Das ist ganz schwer. Normal wird es, wenn es um Sparen geht, immer etwas einsamer um den Finanzminister und es wird auch einsamer um die haushaltspolitischen Sprecher der Fraktionen. Ich sage das aus der Erfahrung der ganzen Fraktion. Dann wird es immer etwas einfacher. Und es ist auch so, dass die Opposition in der Regel bei diesen Fragen ein außerordentlich populistisches Geschäft macht. Wissend, dass es eigentlich anders ist, aber sie macht es immer wieder. Und ich weiß auch, dass die Chefredakteure an einem Tag Sparen fordern und jemand, der einen konkreten Vorschlag auf den Tisch legt, wird am nächsten Tag dann dementsprechend behandelt, dass er, wenn er verrückt ist, nochmal einen konkreten Vorschlag macht. Das wissen wir auch. Und ich weiß, dass das viel verlangt ist, wenn ich zu Ihnen sage, Sie haben angekündigt, Sie würden konkrete Vorschläge vorlegen. Ja, gut, ich sage ja nur, zweimal habe ich es gehört, da waren Sie nicht so konkret, aber ist egal,
man muss ja immer das Positive annehmen. Es ist viel verlangt von Oppositionsfraktionen zu sagen, ja, dann legt ganz konkrete Sachen auf den Tisch. Und dann lasst es durchdiskutieren, weil ich ja gerne verstehen würde, wie es bei Ihnen gehen könnte. Wir haben uns verständigt, 1 Milliarde strukturelle Einsparungen in 5 Jahren. Das reicht nicht, um auf die Schuldennullgrenze zu kommen, weil wir der Meinung sind, das wissen Sie auch ganz genau, 1 Milliarde ist das Volumen von 20.000 Stellen. Und ich habe alles gelesen, was Sie gesagt haben in der Regierungszeit. Sie haben gesagt, Polizei geht nicht, Lehrer geht nicht, Hochschule geht nicht, Justiz geht nicht. Und dann kommt immer irgendwie die Chimäre Ministerien. Die Ministerien haben aber auch nicht mal mehr ein Drittel der Stellen. Insofern geht das überhaupt nicht, weil sie brauchen auch noch handlungsfähige Ministerien. Und wenn darüber geredet wird, dass Stellen neu geschaffen worden sind, ich habe ja noch den Schriftwechsel der CDU-Regierungspräsidenten und von Herrn Uhlenberg, der gesagt hat, wir brauchen bei den Bezirksebenen, der wird ja immer auf Johannes Remmel eingeschlagen, wir brauchen die Leute, weil wir die Techniker nicht mehr haben, die Envio überwachen können. Insofern kann man das populistisch machen oder man kann es ehrlich machen. Ich sage Ihnen auch, bei der 4. Koalition, die ich jetzt mitgemacht habe, ich habe noch nicht erlebt, dass wir derartig sparsam mit finanziellen Versprechungen vorgegangen sind. Wir müssen bestimmte Sachen zahlen. Aber früher gab es Bereiche, da kriegte eine Fraktion, wenn es dann dran ging, und vor Urzeiten kriegte sie auch bestimmtes in Anführungsstrichen Bereich zum Gestalten. So wenig, wie auch die Fraktionen an der Stelle dieses Mal an Zusagen, wie wir uns gegönnt, in Anführungsstrichen, aber wie wir gesagt haben, wir machen neue Sachen. Was ist die Quittung davon? Heute Morgen in der Zeitung keine neuen Projekte vorgestellt. Also wieder 100 Millionen irgendwo drauf, jemandem die Sonne versprechen und dann sich auf der anderen Seite beschimpfen lassen. Genau das haben wir nicht gemacht. Wir wissen, dass wir das nicht mehr dürfen und nicht mehr können. So, und wir versuchen es jetzt hinzubekommen, dass wir an der Stelle 1 Milliarde strukturelle Einsparung, eine unglaubliche Anstrengung, die Fraktion und das Kabinett und auch unser immer wieder verehrter Gast vom Landesrechnungshof, Frau Mandt, ich spreche Sie auch an, weil dafür müssen wir Sie auch um Unterstützung bitten. Wir brauchen Sie alle, um das zu schaffen, weil es notwendig ist. Es kann so anders nicht weitergehen, aber es ist eine Titanenaufgabe und ich kann mir ungefähr vorstellen, dass die Beifallstürme dünner werden, wenn wir die konkreten Projekte auf den Tisch legen. Aber wir müssen es machen und wir haben uns verabredet, wir machen es auch. So. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hinter uns liegen 2 Jahre Mehrheitsregierung und erfolgreicher Wahlkampf. Minderheitsregierung, ein erfolgreicher Wahlkampf, ein klarer Regierungsauftrag und das ist ein Vertrauensvorschuss. Und mit dem Vertrauensvorschuss wollen wir arbeiten. Wir haben gute Koalitionsverhandlungen geführt. Wir haben einen guten Vertrag als Grundlage unserer Arbeit. Wir haben viel Arbeit vor uns. Und ich habe gestern, Frau Ministerpräsidentin, als Sie in der Schlusssequenz Ihrer Rede, da haben Sie dann in alphabetischer Reihenfolge die 3 Landesteile aufgeführt. Und hinter mir saßen 3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die seufzten alle auf einmal. Und das war eine süße Situation. Das ist Verena Schäfer, in Hessen geboren, jetzt in Witten. Das war die Daniela Schneckenburger, eine Baden-Württembergerin, aber jetzt Dortmunder Urgestein. Und der aus Niedersachsen gebürtig kommende Mehrdad Mostafizadeh, der mehr Essener ist, als ich mir einen Essener vorstellen kann. Und deswegen müssen wir das von gestern korrigieren an der Stelle. Wir machen das für dieses, für unser Land, für alle Landesteile, fürs Siegerland, fürs Sauerland, für den Niederrhein und wir machen es natürlich fürs Ruhrgebiet. Das gehört zu uns, das ist unser Kernstück, das sage ich jetzt als jemand, der aus dem Emsland nachher gekommen ist, in Aachen lebt, aber es ist eine der wunderbarsten Regionen in Nordrhein-Westfalen. So, ja, ich kriege eine Currywurst dafür, ist in Ordnung. Nein, also deswegen alle zusammen für das Land. Herzlichen Dank.